Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Und ihr seht, wir haben neu gestartet. Das hatte ich ja schon angedroht. Ich habe jetzt einfach mal ein neues Spiel gestartet. Mal ganz pauschal. Kommunikationsrelais, das ist auch irgendwie neu. Weil ich ja sagte, dass es ein bisschen schwierig wird nach dem letzten Update. Sah es nicht danach aus, als wenn ich wirklich alles mit ins Let's Play mit reinnehmen kann. 3 Stunden sein Aufschlag und Planeten Oberfläche zu. Eine Fluchtkarte, wahrscheinlich die Kommunikation aufladen. Okay. Nee, und was ich sagen wollte, deswegen hatte ich ja schon angekündigt, werde ich wahrscheinlich wohl neu starten. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht alles nochmal von vorne aufzeichnen. Das ist jetzt erstmal nur so eine kleine Info vorab. Ich werde gleich eine Aufnahmepause machen. Und werde dann mal sehen, dass ich ein bisschen was hier aufgebaut bekomme und. Dann werde ich mich dann wieder zurückmelden. Ich werde mich erstmal ein bisschen umschauen, weil es soll sich ja einiges geändert haben. Was piept denn da? Oh, hier haben wir eine Nachricht. Was ist da denn? Test Entry Nummer 1. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir starten ein neues Spiel. Ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen ausrüsten. Werde zusehen, dass ich hier ein bisschen Material rankriege. Dass ich hier ein bisschen was zu essen kriege. Etc. pp. Ihr kennt das ganze Jahr. Und ja, wenn ich mir ein bisschen was aufgebaut habe, dann melde ich mich wieder. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Oder was heißt schon wieder? Ich habe jetzt schon eine ganze Weile gespielt. Ein Stündchen oder so. Naja, so bummelig. Und bin hier noch fleißig dabei zu sammeln. Ich dachte mir aber, ich nehme mal ein bisschen auf, weil das hier tierisch geil aussieht. Also muss man mal so sagen, also das sieht so dermaßen geil aus, tut mir leid. Also das ist, sieht richtig, richtig gut aus. Und da dachte ich mir, das kann ich euch nicht vorenthalten. Oder das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Ich habe hier irgendwo... Wo hatte ich denn hier meine... Meine Luftblasen hier. Pardon. Ja, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe, naja, ein bisschen Material gesammelt natürlich. Ich habe ein paar grundlegende Sachen gecraftet. Also, ihr seht hier zum Beispiel unten im Inventar, im Werkzeuggürtel habe ich so einen Scanner, ein Messer und so einen Habitatbauer habe ich schon gecraftet. Dann habe ich mir schon einen Teil einer neuen Basis gebaut. Nicht? Also da habe ich auch schon Vorkehrungen getroffen, habe mir ein nettes Plätzchen gesucht und wieder... Etwa so auf der Höhe des Live-Pods. Und von daher nicht allzu weit weg. Und jetzt gondel ich hier so ein bisschen rum. Ich bin jetzt gerade noch auf der Suche nach den Blueprints für die Solarmodule. Damit wir dann halt auch in der neuen Basis dementsprechend auch Solarmodule bauen können. Aber bis jetzt habe ich hier... Ich weiß nicht, ich glaube ich habe ein oder zwei von diesen... Fragmenten erst gefunden. Oha, da muss ich aufpassen. Ich bin hier noch so gerade so ein bisschen am Rumhühnern. Und naja, hab so das eine oder andere weggescannt. Ich muss sagen, also ich würde schon mal sagen, dass sich ein Neustart definitiv gelohnt hat. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich nur ein Gefühl, dass man, ja weiß ich nicht, mehr sieht oder dass es hier einiges mehr gibt oder... schöner ist oder... Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich das Update hier gelohnt hat. Und auch der Neustart gelohnt hat. Boah. Wollen wir aufpassen hier, diese scheiß Beißer. So, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich bin nämlich hier gerade so auf der Suche... Boah. Auf der Suche nach Fragmenten. Wie gesagt, momentan am geilsten wäre hier... Was ist das denn? Das Blaue da. Ach, guck mal, da ist sogar ein Fragment auf der Ecke. Ach du Scheiße. Da ist sogar ein Fragment hier auf der Ecke. Was haben wir denn hier? Das Blaue hier. Kreaturenei. Davon habe ich auch schon etliche. Allein schon das Ding ist schon ziemlich geil. Also ich habe... Seemod-Modifizierungs-Stationsfragment sogar. Ich bin ja eigentlich schon weiter, als ich sein sollte. Das Ding ist... Wie gesagt, ich suche nach... Solarmodulfragmenten. Danach suche ich gerade. Und ich glaube, ich... Guck mal, da ist auch noch so ein Ei. Also ich werde mal... Oh, ach du Scheiße. Ich muss ganz dringend nach oben.
Ja, was ich auf jeden Fall jetzt schon mehr finde, das sind Eier. Na, man kann ja auch Eier finden und kann mit diesen Eiern auch irgendwas anpflanzen oder weiß der Geier. Also da kann man jetzt wesentlich mehr finden. Hatte ja im letzten Spiel, da hatte ich ja tatsächlich einmal gefunden und da konnte ich aber nichts anfangen. Das konnte ich nicht anpflanzen, konnte ich nichts mitmachen. Und das war ein bisschen deprimierend. Und jetzt ist es halt, guck mal, da ist noch dieses andere Ei. Und jetzt findet man hier alle naslang irgendwelche Eier. Und ich kann zwar immer noch nichts anpacken und anfangen, aber irgendwie, ja, ich kann sie wegen sammeln. Wow. Aber ich habe hier auf jeden Fall schon mal das eine oder andere gefunden. Ich muss mal gucken. Ich habe hier auch sowas hier gefunden. Zyklop-Höhlenfragment. Das ist natürlich auch sehr interessant. Davon hatte ich auch mal eins im letzten Spiel gefunden, aber auch wirklich nur eins. Jetzt habe ich wieder zwei von dreien. Ups, das wollte ich gar nicht. Das war ein Screenshot. Hakt. Und irgendwo hatte ich doch hier noch was gesehen. Hier vorne, da. Das ist auch ein Höhlenfragment hier. Ich glaube, das ist auch ein Höhlenfragment. Zyklop-Höhlenfragment. Zwei von drei hatte ich gerade. Das heißt, ich werde mal vorsichtshalber nochmal auftauchen. Sonst kriege ich gleich wieder ein Problem. Ich weiß nicht, wofür die Höhlenfragmente da sind. Ob man damit vielleicht nochmal nachher den Zyklopen besser bauen kann, stärker bauen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Hauptsache erstmal finden, erstmal haben. Das ist das Wichtigste. Und ja, was habe ich noch sonst gemacht? Jo, ich habe mir eben halt Sauerstoffflaschen, sowas, was man sich so am Anfang eben so craftet, eben zusammenstellt. Das habe ich mir. Zyklop-Höhlenblaupause. Aha. Okay, ich weiß jetzt zwar nicht, was ich damit konkret anstellen kann, aber ich werte das erstmal als positiv. Und ich muss. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Fragment. Sehr gut. Weil ich, wie gesagt, ich möchte mobile Vehikelbucht. Achso, das stimmt, das Denken. Damit kann ich mir letztendlich die Motte. Die brauche ich ja auch, stimmt. Die Seemotte habe ich übrigens, das kann ich schon mal sagen, die Seemotte habe ich so schon zusammen, also von den Fragmenten her. Aber bauen kann ich sie eben noch nicht, weil ich eben mal diese mobile Vehikelbucht muss ich eben noch haben. Die mir dann ja die Seemotte, beziehungsweise nachher auch einen Zyklopenbauer bauen kann. Also da müssen wir auch so ein bisschen nach Ausschau halten. Ich habe auch schon, wie gesagt, ein Teil gefunden vom Solarmodul, aber eben nur eins von dreien. Meine ich, wir können mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Zugriff auf dem Technologienausrüstung, Seemotte, Multi-Umgebungsschutzanzug. Nehmen wir es erstmal so hin. Seemotte haben wir ja schon aufgenommen. Aurora, willkommen. Ach so, guck mal, hier sieht man das ja wunderbar. Mobile Vehikelbucht, 1 von 3. Base Upgrade Console Blueprint, 1 von 3. Solarpanel, achso, brauche ich sogar noch 2, sehr gut. Seaglide Blueprint brauche ich auch nur noch 1. Zyklop Blaupause, 1 von 3. Pläne für den Bau eines Zyklopen. Naja, gut, ist klar, aber das ist doch was ganz anderes. Na, keine Ahnung. Kann auch sein, dass wir mehrere Blueprints jetzt für den Zyklopen brauchen. Ich weiß es absolut nicht. Auf jeden Fall, ich habe es erstmal gefunden und dann ist es gut. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einmal Solar noch. Und Vehikelbucht. Was habe ich jetzt überhaupt noch am Platz im Inventar? Ja, da sieht man dieses Ei. Da habe ich jetzt sowieso mehrere Eier. Das sieht total krass aus irgendwie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es gibt auch so ein. So ein, ja, wie heißen die? So ein Kreaturenscanner. Da kann man halt dieser. Das ist noch ein Fragment unten. Und damit kann man auch abscannen, was das ist. Man kann auch diverse Haie. Diverse Haie, sei schon. Diverse Tiere damit. Oh, mobile Vehikelbucht, sehr gut. 2 von 3. Ich weiß allerdings nicht, was man mit den Tieren nachher anstellen kann. Also, wenn ich mir natürlich. Man kann sich da. Da ist auch noch so ein Ei, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, was man mit den Eiern nachher anstellen kann. Ich weiß, dass man. Inventar voll. Kann ich hier mal wegschmeißen? Wie Inventar voll? Achso, ja, okay. Diese machen ja immer vier Plätze, stimmt.
Na, ist ja egal. Was ich sagen wollte, man kann ja nachher. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Man kann ja nachher solche Eier auch ausbrüten, sage ich jetzt mal. Also, dass da nachher tatsächlich so kleine Haie oder weißer Geier oder irgendwelche Kreaturen draus schlüpfen. Welchen Vorteil man davon hat, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Tiere für sich arbeiten lassen kann, so ähnlich wie bei Ark oder so, dass man die irgendwie, keine Ahnung, dass sie einem jetzt irgendwie Material bringen oder farmen oder so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre aber mal eine interessante Geschichte. Es muss ja irgendeinen Sinn haben. Es muss ja einen Sinn haben, dass ich mir hier irgendwelche Tiere brüten kann, weil wenn das keinen Sinn hätte, dann brauche ich es ja nicht machen. Ne? Ich glaube, ich ziehe mich so ziemlich klar. Aber es sieht einfach geil aus, muss ich sagen. Also optisch ist echt ein Reißer. Also muss man sagen. Es ist ja auch eine Tatsache, dass so, also auch im realen Leben, ich versuche hier mal Fragmente noch zu finden, dass man so, was jetzt so Meeresgeschichten angeht, dass man da, dass da noch sehr wenig erforscht worden ist. Also ich sag mal so, wir versuchen ja eigentlich immer, oder was heißt wir, so die ganzen Wissenschaftler, eigentlich immer so nach draußen zu gucken, ne? So, gibt es da Außerirdische oder sonst irgendeinen Blödsinn? Aber so den eigenen Planeten zu erforschen, da sind wir noch gar nicht mal so weit. Also zumindest was jetzt und so die Wasserwelt angeht, da gibt es so viele Sachen, an die man noch nicht erforscht hat. Ich meine, ich will jetzt nicht von Subnautica jetzt aufs reale Leben, auf Wissenschaft schließen, aber guck mal, da ist noch ein Fragment. Aber es ist trotzdem faszinierend und ich hatte es ja, glaube ich, schon mal. Bioreaktor, sehr cool. Was haben wir da denn schönes? Ein Bioreaktor-Fragment. Eins von zweien. Mhm. Das ist interessant. Das heißt, es scheint auch eine Kleinigkeit zu sein. Aber mir hatte ja schon mal einer, ein Zuschauer hatte mir ja schon in den Kommentaren geschrieben, dass das, was man hier so sieht, schon sehr nah dran kommt. Mein Gott, es ist natürlich immer noch ein fremder Planet. Also ich meine, 1:1 kann man das eh nicht umsetzen. Aber soll wohl wirklich sehr nah rankommen. Man sieht ja auch, dass es richtig geil gemacht ist. Also ich finde das richtig gut, das Spiel. Ich muss sagen, ich habe es eben eine ganze Zeit lang eben nicht gespielt, weil ich fand es trotzdem zwar schon immer gut. Da ist rechts noch ein Fragment gewesen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Luft holen hier. Und links ist auch noch ein Fragment. Weil es eben nicht so viel Inhalte gab. Und deswegen habe ich es dann halt eben gelassen. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt gibt es hier wieder so viel zu entdecken. Und geradeaus ist auch schon wieder so ein Ei. Und es gibt hier wirklich so viel zu entdecken, Neues zu entdecken und es sind ja auch nun gerade neue, frische Updates rausgekommen. Und durch dieses Farming, das ist natürlich Oberhammer. Ne? Und auch was ich da so gelesen hatte, es lohnt sich auch immer mal auf die Webseite zu gehen, der Herr... Hab ich mich erschreckt? Verpiss dich. Ich muss mal weg hier. Ich weiß nicht, ob er mir ganz nach oben folgt. Nee, anscheinend nicht. Oh, alter Finne. 60% hat er die Sau mir abgezogen. Muss hier aufpassen. Zyklop-Hüllenfragment. Gucken, ob ich damit was anfangen kann. Ich weiß überhaupt nicht, ob man damit irgendwas anfangen kann. Solarmodulfragment. Jawoll! Geil. Buh. Hier oben war doch auch noch ein Fragment, ne? Ich werde mal erstmal ein bisschen steigen. Da ist ein Fragment. Da war es. Seegleiterfragment, sehr schön. Das können wir auch gut gebrauchen. Und haben wir auch freigeschaltet, jawoll. Sehr gut. Ah. So, ich muss erstmal ganz nach oben. Ich will jetzt gleich erstmal gucken, was ich brauche für ein Solarmodul. Ah. So, wollen wir mal schauen. Energie, Solarmodul, zweimal Titan, zweimal Quarz. Ist machbar. Zweimal Titan, zweimal Quarz. Das haben wir hier. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Und da ist recht nichts. Das finde ich gut. Dann müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht nochmal dieses Bio... Was war das? Dieses Biokraftwerk oder was war das? Können wir auch nochmal gucken. Ist ja nicht wie bei armen Leuten.
Datenbank, Galerie, Log, wo hatte ich das denn? Ach, da oben. Bioreaktor-Bauplan 1 von 2, das ist eigentlich auch witzig. Klingt auf jeden Fall gut. Bioreaktor, das klingt nett. Gucken, ob wir hier noch irgendwo Fragmente finden. Das wird so die Folge der Fragmente werden hier. Mit dem Neuanfang. Ups. Ja, ich will hoffen, dass es euch nicht stört, dass ich hier neu angefangen habe. Da hinten ist ein Fragment. Auf der anderen Seite, ihr könnt euch jetzt eh nicht gegen wehren, also. Von daher passt das schon. Was haben wir hier? Seemottenfragment. Okay. Brauchen wir zwar jetzt als solches nicht, aber wir können das Titan mitnehmen. Mal abgesehen davon haben wir dann hier wieder ein Teil weniger, was hier rumliegt. Inventar voll. Das ist nicht gut. Das heißt, ich kann auch nichts. Wo haben wir jetzt? Ach, da unten. Bioreaktor. Ja, geil. Oh, und wieder ist freigeschaltet. Sehr gut. Sehr gut. Das, ich würde sagen, wir machen uns dann mal auf den Weg nach Hause. Aber erstmal holen wir ein Schrittchen Luft. Oh, sehr geil. Aber wieder einiges geschafft. Finde ich sehr gut. Dann kann ich euch nämlich auch gleich nochmal die Basis zeigen. Wir werden noch eine ganze Menge Material brauchen. Nee, aber ich finde es echt gut. Und ich muss ja auch sagen, ich habe es auch schon öfters gesagt, wir können uns auch nochmal Fische mitnehmen. Das sage ich allerdings auch öfters, ja. Aber wir können gar nicht, weil wir voll sind. Hahaha. Ja, schade. Aber wir müssen gleich nochmal los. Da ist schon die Basis, man sieht sie. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, Subnautica ist eben mit diesem Unterwasser-Szenario eigentlich mit eines der wenigen. Also es ist wirklich komisch, dass es so wenige Spiele gibt, die sich halt so unter Wasser, um die Geschichte unter Wasser drehen. Und ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, man muss auch erstmal dieses Feeling herstellen können. Überhaupt dieses Feeling, dass man hier so unter Wasser, dass man hier in Gang ist. Ich glaube, das kann auch nicht jeder. Aber ich hatte, glaube ich, ich habe sogar auch auf der auf der Wunschliste bei Steam habe ich, glaube ich, sogar tatsächlich. Sind wir hier Ressourcen dran? Ja, die ballern wir hier auch mal mit rein. Erstmal alles rein. So, auch mal die Eier. Und die Eier hatte ich, glaube ich, da drin, ne? Ne, machen wir erstmal die Eier rein. Was wollte ich sagen? Achso, ich hatte ja noch ein zweites Spiel oder noch ein anderes Spiel, was ich auch für Unterwassergeschichten, was sich um Unterwassergeschichten dreht. Ich werde hier erstmal plündern, damit ich was zu essen habe. Und das habe ich eben auf der Wunschliste, noch ein zweites Spiel mit Unterwasserszenario. Und ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich kann euch den Namen gar nicht mal sagen. Ich muss da gleich erstmal eine Aufnahmepause gucken, wie das heißt. Aber das sah auch schon sehr nett aus. Sehr nett. So, ich muss mal eben gucken, was haben wir noch an Material? Eins, das sind 5, das sind 8. Gut, also wie gesagt, machen wir 4-mal Wasser. 4-mal Wasser und 4-mal Essen. 1, 2, 3. Und dann gucken wir uns gleich nochmal schnell an, was wir jetzt neu herstellen können. Wir können ja mal den Segleiter hier herstellen. Aber dieses Biokraftwerk, das würde mich mal interessieren. Na, mich interessiert generell alles, aber wenn ein Biokraftwerk wesentlich effektiver ist oder besser ist als jetzt Solarmodule, dann bin ich dafür eigentlich ganz gerne zu haben. So, jetzt müsste nämlich dann auch die Gesundheit nach oben gehen, wenn ich auf 100% bin. Glaube ich, das müsste normalerweise hier hochgehen. Lassen wir es erstmal dabei. Ich kann mir auch gleich nochmal, wo ich schon mal hier bin, schon mal Titan herstellen. Da siehst du, da geht es auf 41 hoch. So. Gucken wir mal. Wir haben den Habitatbauer. So, jetzt haben wir Geräte, Energie. Schmierstoffe brauchen wir noch. Komposiert. Komposiert, ja, ja. Komponiert am besten noch.
Kompostiert Pflanzenmaterial zur Energiegewinnung. 40 mal Energie die Minute. Was haben wir hier? 25 mal Energie die Minute. Dafür brauche ich noch zweimal Quarz. Quarz hatten wir ja noch da. Und hier brauchen wir noch Schmierstoffe. Schmierstoffe stellen wir uns ja her aus diesen Winderanken, Samen, Dingsbumskirchen. Und viermal Titan brauchen wir. Okay. 45 mal die Minute. Ja, gut. Ist natürlich effektiver als Solarmodul. Also ich werde es auf jeden Fall mal bauen, alleine um es mal gebaut zu haben. Ist ja ganz klar. So, und wo hatte ich jetzt meine? Da. Ich hatte mir nämlich extra so eine Funkbarke dahin hingesetzt, damit ich weiß, wo die Winderanken sind. Damit ich immer so eine grobe Richtung habe. Wenn ich hier erstmal die eine oder andere Runde, die eine oder andere Stunde auch gespielt habe, dann kenne ich mich hier sowieso sehr gut aus. Aber ich wollte jetzt erstmal so von Anfang mir die Gegend hier markieren, damit ich weiß, wo ich mich hier rumtreibe. Und hier ist auch sehr viel Quarz, das ist sehr gut. Kann ich gleich mal alles einsammeln, das brauche ich sowieso alles. Ich hatte auch noch mal ein anderes Spiel im Blick, was ich auch unter ein Wasserszenario. Oh. Was sich auch um ein Unterwasserszenario dreht, das ist. Heißt das Into the Deep? Oder nee, irgendwas mit Deep, sonst irgendwas. Komme ich jetzt nicht drauf. Da geht das ist aber auch mehr ein Shooter. Das ist quasi ein Unterwasser-Shooter, wo es darum geht, als Taucher gegen Haie und halt gegen andere Taucher zu bestehen. Also es ist mehr so PvP-Geschichte. Wurde mir auch schon empfohlen, ist glaube ich auf Steam sogar sehr beliebt und sehr gut bewertet. Aber da habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht herangetraut. Ist auch relativ günstig, meine ich. Frage mich jetzt nicht nach dem Preis. Ich habe mich jetzt hier vor der Folge nicht groß drauf vorbereitet, dass ich jetzt hier was über andere Spiele erzähle. Was haben wir denn hier noch? Ja, es gibt ja über diese kleinen Eier. Also guck mal, das ist auch schon wieder so ein Kreaturenei hier. Ich frage mich, ob das so diese kleinen Fische sind. Das wäre natürlich auch geil, weil so könnte man sich auch nochmal so Fische züchten. Irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise. Ich muss mal gucken. Was wollte ich jetzt? Also ich wollte zu den Windranken. Ich habe nicht überhaupt genug Platz. 2, 4, ja, sollte reichen. Ja, ich kann 3 Stück kann ich mitnehmen. Ich will hoffen, dass es das reicht. Schmierstoffe. Ich weiß gar nicht, wie viel Schmierstoffe brauche ich denn? Und nicht, dass ich hier gleich umsonst durch die Gegend ocker. Einmal Schmierstoff, na, das ist ja easy. Das ist ja easy. Dann brauche ich theoretisch sogar nur eine Winterranke, aber das, wir nehmen gleich 2, 3 mit. Damit wir den Kram, damit wir ihn haben. Und hier oben haben wir auch noch gleich Salz, das können wir auch noch einsammeln. Da haben wir auch noch so ein Ei. Das müssen wir alles mal scannen. Das müssen wir alles mal. So, ab nach oben. Oh, 70. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird richtig, richtig knapp. Oh, ich kann das aber besonders gut. Das ist ja meine Spezialität. Immer möglichst kurz, bevor das Licht kommt. Obwohl das Licht geht hier ja eher aus, muss man ja sagen, wenn man stirbt. Das sehr nett. So, ich hatte doch hier unten noch irgendwas gesehen, ne? Salz war das. Da ist noch so ein Ei und ein Fragment ist da auch noch. Das nehmen wir dann auch gleich noch mit. Ups. Ein Ei. Kann man die eigentlich scannen? Ich muss mal gucken, ob ich die. Mobile Vehicle-Bucht, sehr gut. Kann man die scannen? Dich kann man nicht scannen. Schade. So, aber Salz immer mit. Wenn wir das hier schon liegen haben, nehmen wir das gleich mit. Habe ich noch Platz? Einen Platz habe ich noch. Ja gut, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Eier nachher benutzen kann. Ich sammle sie jetzt erstmal ein, wenn ich sie dann finde und wenn ich Platz habe und dann schauen wir einfach mal. Ups, das wollte ich nicht. Screenshot wollte ich jetzt nicht machen. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, gondeln wir noch fix nach Hause. Mach mich auf den Heimweg und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Subnautica wieder. Dann werden wir ein bisschen für Strom sorgen in der Heimatbasis, damit wir dann da auch was herstellen können. Ich muss erstmal Luft schnappen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten.
lasst mir gerne Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge Subnautica dann auch schon bald wieder. Macht's gut und tschüss.